in der Klinik am Südring. Auf der Chirurgie behandelt nun Assistenzarzt Frederik Seehauser die Motorradverletzung des 49-jährigen René. Doch den Patienten plagt noch ein anderes Problem, das er seiner Frau Anita verheimlicht. Herr Falk, erzählen Sie mir, was ist denn eigentlich passiert? Was führt Sie zu uns? Wieso waren Sie in der Notaufnahme? Ja, wieso waren wir da? Naja, eigentlich haben wir eine Motorradtour geplant für heute und mein Mann wollte das Motorrad rausschieben, hat es wahrscheinlich ungeschickt erwischt und beim Rausfahren ist das komplette Ding auf das Bein draufgefallen. Okay. Das Motorrad wiegt schon 340 Kilo ungeschickt. Ja, hätte es auch mal ein bisschen mehr aus dem Weg gehen können, dann wäre das Ganze auch nicht passiert. Ja, aber ich stand nicht im Wege. Das ist komplett auf Ihr Bein? Ja, ein Teil davon, genau. Es ist mir halt so umgekippt und dann... Okay. Ich fasse an, wenn du einmal hinten hoch machen könntest. Wir drehen die Gondel hier so leicht ein bisschen. Schauen Sie mal, Herr Falk, dann machen wir es ein bisschen bequemer. Legen Sie ruhig richtig hin, Bein einmal hier drauf, dann kann ich mir es anschauen. Okay. So, einmal die Bremse. Ja, mache ich nochmal wieder fest. Das ist doch einfach eine Falle. So. Den auch. Klasse. Also. Na klar. So, den Stiefel, den tun wir mal hier hin. Einmal ein bisschen eindrehen, wenn es so weit ist, wie schmerzfrei geht. Okay. Und dann ist das Motorrad halt umgekippt und das Bein war quasi so drunter, kann ich mir so vorstellen. Okay. Ja, der Zylinder ist da drauf. Mhm. Ja, wir sehen natürlich auf jeden Fall die Abschürfungen. Ja. Das kann man auf jeden Fall sehen. Ich denke, das ist aber rein nur ein dermatologisches Problem. Das müssen wir desinfizieren und behandeln. Die Kollegen haben ja schon eine Aufnahme gemacht. Mhm. Das sehe ich soweit. Hier müssen wir auf jeden Fall sagen, wenn da solche gehaltenen Aufnahmen sind, dann gehen die immer davon aus, dass auch Schäden im Sprunggelenk davon getragen worden sind. Also das Gute ist, ich kann schon mal sagen, gebrochen ist nichts, sonst wäre ein Vermerk dabei gewesen, also keine Fraktur im Unterschenkel. Mhm. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das Problem ist wahrscheinlich, wenn ich den Knöchel so anwinkel, dann werden sie wahrscheinlich Schmerzen haben. Ja, klar. Ja, das wird auch bei der Aufnahme wahrscheinlich wehgetan haben, wenn versucht worden ist, diesen Aufklappspalt möglichst weit aufzudehnen. Da guckt man immer, ob da Bänderrisse davongetragen worden sind, beziehungsweise Bandrupturen. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, im Sprunggelenk haben wir drei Bänder. Je nachdem, wie viele Bänder eben betroffen sind, kann man das konservativ behandeln. Jetzt? Oder, das geht, oder eben leider muss man teilweise auch die Bänder wieder annehmen, gerade wenn alle drei Bänder betroffen sind. Also eine OP? Eine richtige OP ist das dann. Was hier jetzt das? Mhm. Ach, das fehlt mir auch noch. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber wenn die Bänder ab sind, dann macht das schon Sinn, dass man die wieder. Kann man das denn sehen auf dem Röntgenbild, dass die ab sind? Leider auf dem Röntgenbild können wir das nicht sehen. Herr Falk, da müssen wir. Herr Falke, sag ich schon Falk. Herr Falke, wir müssen auf jeden Fall ein MRT machen. Das ist noch mal ein anderes bildgebendes Verfahren. Da können wir auch Weichteilstrukturen eben wie Sehnen und Bänder sehen. Okay, okay, ja. Soll ich nochmal einen Verband drum machen? Oder? Ja, ich würde sagen, nur ganz losen. Mhm. Ja. Okay. Ich krieg sie noch ein bisschen auf. Für mich ist nochmal wichtig. Herr Falke, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich mit der Beeinträchtigung in dem Berufsleben? Wenn wir jetzt da theoretisch mal eine OP machen müssten, wie sieht es aus? Müssen Sie dann stationär aufnehmen für das MRT-Verfahren? Wie fallen Sie denn da aus? Beanspruchen Sie es im Alltag viel, Ihr Bein? Ja, also ich hätte schon gern ein gesundes Bein, ne? Ja, ja, natürlich, das ist unser Maximalziel. Weil man arbeitet als Versicherungsvertreter im Büro. Also, ja, als auch selbst im Büro braucht man Beine. Ja, natürlich brauchst du ein Bein. Kein Mensch hat gesagt, dass du danach behindert rausgehst. Aber du kannst doch die Frage wenigstens nochmal beantworten. Ja, du arbeitest im Büro. Ja. Ich meine, es gibt einen Unterschied, ob du auf der Baustelle arbeitest oder im Büro, oder? Das haben wir schon ganz gut aufgeteilt. Und das in der Hand, hier haben sie sich auch wehgetan beim Sturz? Ja, dann habe ich mich gestoßen, mich mit an die Wand. Also Motorrad. Ansonsten, wenn ich hier jetzt im Kniebereich sehe, das haben die Kollegen wahrscheinlich schon gemacht, keine Schmerzen, Hüftbereich, nee, auch nichts von dem Sturz. Aber das hast du ja schon länger, alles oder? Gut. Hier oben. Das ist ja nicht von heute. Unten, sind Sie auch hier draufgefallen? Ja. Machen Sie am besten mal die Arme hoch. Haben die Kollegen was gesagt zum Arm? Nee, ne? Nee, erstmal nicht, aber... Ja, aber angestoßen hast du dich ja schon vor ein paar Tagen, oder nicht? Oh, hier haben Sie auch ein Hämatom. Aber das hat eine andere Verfärbung. Das haben wir schon länger hier. Ja, es ist, weiß nicht, zwei, drei Tagen ist das her. Das hier? Und ja, und es ist alles gut. Okay. Aber das ist nicht akut vom Sturz? Nee, jetzt lass uns das Bein machen und dann ist... Ja, das ist schon länger. Also das ist seit zwei Tagen. Okay. Oder drei. Ja, das ist ja schon genug hier. Ich merke schon, Falke, Sie schonen sich nicht so richtig, ne? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also momentan ist es ja tatsächlich... Überhaupt nicht. Ja, du bist momentan ja wirklich überhaupt nicht vorsichtig. Du spielst dich auch wie ein kleines Kind, aber ganz ehrlich, hat sich auch total verändert. Wo habe ich mich denn verändert? In welcher Hinsicht? Du. Erzähl doch mal weniger Blödsinn, vielleicht würde ich mich dann auch nicht verändern. Ja, wenn du ein bisschen mehr aufpassen würdest, dann würde das nicht passieren. Das mit dem Motorrad muss ja jetzt auch nicht sein mit 49, oder? Ja, du wärst aber auch mitgefahren. Du bist 20 Jahre lang kein Motorrad gefahren. Warum musste das jetzt sein?
Ja. Ich möchte gar nicht wissen, ob das Ding überhaupt noch fahrtüchtig ist, ja? Frau Falke, jetzt müssen wir uns erstmal um das Bein kümmern. Na. Linda, Folgendes, wir haben jetzt die nächsten Schritte. Dazu brauche ich aber natürlich Einverständnis. Wir müssen jetzt hier ein MRT machen. Ja. Ja, das müssen wir anmelden. Herr Falke, so ein MRT, das kriegt man nicht immer so super schnell. Da würden wir Sie ganz gerne stationär aufnehmen, weil als stationärer Klinik Patient und Gast. Ist doch alles Mist. Ist doch großer Mist. Kann man das denn nicht irgendwie mit einer Bandage und ein bisschen Salbe? Ist das doch. Du kriegst doch deine Bücher und dann ruh dich doch ein paar Tage aus. Warum soll ich mich denn ausruhen? Du. Auffällig war, dass Herr Falke sehr gereizt war während der ersten Untersuchung. Er war auch sehr kurz angebunden und man hat deutlich gemerkt, dass der Klinikaufenthalt hier bei uns ihm nicht so richtig passte. Dass dieser Pessimismus, den Herr Falke da offenbarte, was mit seiner Verletzung zu tun hatte, ja, das sollte sich ja später herausstellen. Also hier hast du dein Handy, aber bei dir im Büro habe ich schon angerufen. Du hast schon angerufen? Ja, das war ja absehbar, dass du länger ausfällst. Ich finde nicht immer alles absehbar ist. Ja, Entschuldigung, also, ich habe nur erzählt, was passiert ist. Hast du auch den richtigen angerufen und nicht ja, einfach... Dein Chef habe ich angerufen. Weil wen denn sonst? Meinst du die Putzfrau oder was? Ja. Ich habe nur erzählt, dass wir einen Unfall hatten und dass dir ein Motorrad auf den Fuß gefallen ist und dass wir deswegen keinen Ausflug machen. Und du darf ich ganz kurz was sagen? Nicht wundern, ich zeige ihm erstmal sein Zimmer. Ja. Ja. Frau Falke, und Sie kommen gleich mit mir kurz mit, müssen ein paar Sachen ausfüllen, ist ja gar kein Problem. So, kann ich nachher noch ganz kurz mit Ihnen reden? Ja, na klar. Ehefrau Anita ist das gereizte Verhalten ihres Mannes äußerst unangenehm. Die Kosmetikerin hat einen schlimmen Verdacht, warum René sich schon seit Wochen recht merkwürdig aufführt. Vielen Dank, Doktor. Kein Problem. Frau Falke, Sie hatten noch ein Anliegen für mich? Ja, ich wollte mich nur von meinem Mann entschuldigen. Es tut mir wirklich leid, dass er gerade so richtig doof reagiert und ja, wie ein kleines Kind, ich weiß auch nicht. Ist normalerweise gar nicht so. Aber Sie brauchen sich jetzt nicht entschuldigen. Ja, das ist jetzt eine ganz normale Situation, dass er so aufgebracht ist. Er ist also normal ist es natürlich nicht. Es ist ein neues Umfeld. Er ist total aufgeregt. Er weiß nicht, was mit seinem Bein ist. Deswegen haben Sie da ein bisschen Verständnis. Ja? Er ist halt die letzten paar Wochen schon eigentlich so komisch. Er ist eigentlich auch total oft allein unterwegs und kümmert sich auch nicht wirklich. Ja, sag ich mal, und unsere Familie, sondern... War der irgendwie Stress in der Arbeit oder... Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, irgendwie? Ja, ich vermute eher, dass er eine Affäre hat, aber... Affäre? Liegt schon nahe, wenn er jeden Abend unterwegs ist. Aber gut, das muss man erstmal jetzt mit dem Bein klären und dann denken wir, alles andere kriegen wir dann später hin. Dann sprechen Sie mal miteinander, ne? Okay, ja, vielen Dank. Okay. Ich komme dann später noch mal. Ja. Für die Ehefrau ist das eine sehr belastende Situation. Während die 44-Jährige frische Kleidung für ihren Gatten holt, bekommt der Versicherungsmakler Besuch von einem jungen Mann. Klopf, klopf, guten Tag. Schönen guten Tag. Ich suche den Herrn Falke, wollte ihn besuchen. Wissen Sie, wo der liegt? Herr Falke? Ja, der ist gerade aufgenommen. Ja, hatte gehört, dass er ins Krankenhaus gekommen ist, deswegen wollte ich einmal vorbeischauen. Ja, da wird er sich freuen. Dass der unbekannte Besucher mit Renés seltsamem Verhalten zu tun hat, kann das Klinikpersonal zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Als Ehefrau Anita am Nachmittag in die Klinik zurückkehrt, steht der Kosmetikerin eine böse Überraschung bevor. Hallo. Ich wollte nur kurz nachfragen, hat sich mein Mann wieder beruhigt? Ja, klar, hat er sich beruhigt. Ja, oh Gott sei Dank. Ist angekommen, auch im Zimmer. Ja, hat auch schon Besuch gehabt. Also Besuch gehabt? Wow, das hat sie... Oh. Was war ein bisschen da los? Bitte. Herr Falke? Herr Falke! Sie können nicht sehen. Frederik! Mein Arm! Kannst du mal bitte kommen? Von wem hast du Blut gekriegt? Was ist denn das hier? Warum liegen hier die Flaschen? Und warum liegt da der ganze. Das weiß ich doch nicht. Da müsst ihr euren Leuten sagen, warum da irgendwas rumliegt. Herr Falke, haben Sie einen Garagenstrahl vor Ort gesetzt? Was ist denn hier los? So, René, du kannst doch jetzt nicht irgendwelche Tatsachen verleugnen. Wer war denn bitte jetzt da? Was machst du bitte hier mit den Kisten? Welche Kisten? Schmerzen? Ja, die Kiste, die hier auf dem Boden kaputt rumliegt. Und von wem hast du den Blutstrauß bekommen? Herr Falke, sind Sie denn gestürzt gerade? Ja. Sag mal, hältst du hier alle für blöd? Was heißt, du weißt es nicht? Was willst du denn jetzt? Warst du einkaufen oder was? Ja, wo kommen die Sachen denn bitte her? Was machst du denn bitte auf dem Boden? Haben Sie mich jetzt gerade belastet, Herr Falk? Was ist denn passiert? Nein, es tut mir einfach, ich weiß es nicht. Ich räume es da mal ein bisschen weg. René, du machst mir langsam Angst. Übel. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Warum bist du denn so komisch? Kannst du bitte das Ganze erklären? Ich habe einfach nur Schmerzen. Kannst du das vielleicht auch mal verstehen? Ja, ich kann verstehen, dass du Schmerzen hast. Du bist seit Wochen so komisch. Du bist die ganze Zeit unterwegs. Du beachtest mich nicht mal. Du sagst mir nicht mal die Wahrheit in solchen Fällen. Hast du eine Affäre?
Hast du eine andere? Bitte was jetzt? Sag mir bitte einfach die Wahrheit. Ich mach da nicht mehr mit. Ich bin doch nicht blöd. Frau Falke, schauen wir uns erstmal den Arm an. Genau. Sind Sie jetzt gerade darauf draufgestürzt? Oder Sie haben Kraft ausgeübt? Das hat einmal plötzlich weh. Ich lag hier und dann... Und wenn ich versuche, ist es gerade hier unten? Ja. Das ist höllisch, ehrlich. Das tut mehr weh als vorhin. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich kann dir das nicht sagen. Ja, ich kann es leider so auch nicht feststellen. Aber Linda, dann müssen wir für den Falken den Röntgen anmelden. Zwei Ebenen bitte, einmal Unterarm und einmal Handgelenk. Mach ich. Melde geht nicht anders, Herr Falke. Sagen Sie mal, Herr Falke, was wollten Sie denn mit den ganzen Wasserkisten hier? Das hätte ich doch nicht. Da bin ich drüber gefallen. Ich wollte auf Toilette. Ich hole schon mal einen Rollstuhl und melde ihn dann an. Ne? Das ist mir alles völlig scheißegal. Sag mal bitte nur die Wahrheit. Ich wollte auf Toilette, bin ich gegen eine Wasserkiste gelaufen, weil ich ja hier rumliege. Hast du eine andere? Ich habe keine andere. Anita, jetzt hör mal auf damit. Dann hör bitte auf, hier ständig irgendwelche Märchen zu erzählen. Sei doch in welche Märchen? Nach ersten Untersuchungen war es nicht möglich, dass Herr Falke seinen Unterarm bewegt bzw. sein Handgelenk bewegt. Ja, hier hatte ich dann einen Frakturverdacht. Da sollte man auch relativ schnell handeln, denn der Patient hatte solche Akutschmerzen, dass ihm auch leicht schwindelig und übel geworden ist. Deshalb war der Grund, wie es zu dieser Fraktur gekommen ist, für mich erstmal sekundär. Beim Röntgen wird tatsächlich ein komplizierter Unterarmbruch festgestellt, der sofort operiert werden muss. Was hinter der Verletzung steckt, scheint Patient René nicht verraten zu wollen. Im Einleitungsraum macht er jedoch geheimnisvolle Andeutungen. Ja, ich bin da kein richtiger Mann mehr. Wie? Seht euch am prächtigen Mann liegen? Ja. Hm? Im besten Alter. Verstehst du das jetzt? Wie meinen Sie das denn, kein richtiger Mann mehr? Ach, ist egal. Vergessen wir es, komm. Wollen Sie nicht drüber sprechen jetzt? Der Dreck vor der OP ist gleich ein bisschen alles aufregend, ne? Genau. Herr Falke, sind Sie ein bisschen nervös? Ja. Bringen Sie ein paar Sachen durcheinander? Wir haben ja kein urologisches Problem oder kein andrologisches Problem. Ich würde sagen, wir besprechen das alles nach der OP. Herr Falke, machen Sie mir hier keinen Kummer? Nee, mach ich nicht. Ich würde sagen, ich rufe schon mal alles drin auf dem Computer, bereite alles vor. Dann kriegen wir schon mal was zur Einleitung, dann werden Sie schon mal ein bisschen ruhiger und ein bisschen müder. Warum sich der Versicherungsmakler nicht mehr als ganzer Mann fühlt, versteht nach wie vor niemand. Zumindest hat Frederik Seehauser nach dem Eingriff gute Neuigkeiten. Die Operation bei Herrn Falke ist sehr gut verlaufen. Wir konnten das Knochenfragment, was herausgebrochen war, wieder refixieren. Dies ist gelungen mit einer Lochplatte und mehreren Schrauben. Ich denke, nach einer kurzen Zeit im Aufwachraum wird er schnellstmöglich wieder zurück auf unsere Station gebracht. Und dann werde ich sicherlich postoperativ bei der Visite nochmal nach ihm sehen. Bei der Visite hat der Patient doch noch einen Sinneswandel und will nun endlich aufklären, was mit seinem Arm passiert ist. Mitverantwortlich ist dafür angeblich sein neuer Arbeitskollege Lukas, der sich erneut nach ihm erkundigt. Geht's dir besser, oder? Geh lieber. Ist besser. Ich würde sagen, wir sind hier gerade noch bei der Visite. Wenn Sie kurz vor der Tür warten könnten. Ja, klar, ich will jetzt hier echt nicht stören oder so. Klar. Ja, danke schön. Was ist jetzt schon wieder los? Der hat dir doch nichts getan. Warum schmeißt du ihn jetzt auch noch mit raus? Der hat mir nichts getan. Er ist ja nicht ganz unschuldig an der ganzen Misere. An welcher Misere? Hat er das Motorrad umgeschmissen jetzt oder was? Wieso Armbruch? Pass auf, ich war vor zwei Tagen, also vorgestern, war ich doch mit den Jungs draußen. Ja, okay. So, und habe Bier getrunken, gegessen. Und da fingen die beiden wieder an. Der eine hat Rücken und der andere nimmt irgendwelche Beta-Blocker oder irgendwas. Da habe ich gesagt, mir geht's eigentlich gut. Ich habe überhaupt nichts, bin topfit. So, ja. Und dann kam Lukas, ist ein Kollege von mir, ein Arbeitskollege. Ein Kollege. Da kam der vorbei. Und da kam ich auf die Idee, halt mit ihm Armdrücken zu machen. Da wollte ich einfach mich bestätigen. Nee, stopp. Wie alt bist du? Auf welche Idee bist du gekommen? Das ist doch jetzt egal, wie alt ich bin. Ich wollte den beiden Jungs einfach mal zeigen, dass das Luschen sind und ich halt noch ein ganzer Kerl. So, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt drücke ich mal schön sein Ärmchen da weg. Was für Staubes erzählst du? Ja, das machst du halt du als Mann, wirklich, wenn du was trinkst. Ich glaube, dass er dir einen Blumenstrauß in rosa Tütü mitgebracht hat. Das war doch ein... Das war von dem Mann von ihm. Schieb das bitte nicht dem Typen in die Schuhe. Mein Gott, ich liebe nur dich. Jetzt hör doch bitte mit diesem Mist mal auf. Dann erklär das Ganze bitte so, dass man das versteht. Da war ich ja gerade dabei. Wenn du mich nicht unterbrechen würdest, dann würde ich dir alles erklären. Okay, so, dann bei diesem Armdrücken habe ich dann leider verloren. Und die Wette war, der verliert, der muss dann auch den Deckel bezahlen. Aha. So. Herr Falke, kann das sein, dass daher eventuell auch das Hämatom kommt? Ja, klar. Ja. Was für mich noch komplett unlogisch ist, was war das für ein Szenario heute Vormittag? Also dieser Wasserkasten, die Scherben auf dem Boden, das bekomme ich irgendwie noch nicht ganz auf die Kette. Das ergibt noch keinen Sinn. Also Lukas, mein Kollege, der war heute Morgen kurz da.
und hat mir dann Strauß Blumen gebracht. Da ist der Strauß Blumen, hey, ja. Er wusste ja, dass ich irgendwas habe. Und er hatte halt ein schlechtes Gewissen. Und wir haben da an dem Abend gesagt, also ich habe zu ihm gesagt, also das Ding ist noch nicht geritzt, ich möchte auf jeden Fall noch eine Revanche. So, nachdem er dann gegangen ist heute Morgen, habe ich die Kiste Wasser gesehen und habe dann natürlich so zwei, dreimal versucht zu trainieren. Damit trainieren. Ja. Bist du noch ganz sauber? Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich muss ihn mir zeigen. Ich kann mich doch nicht von so einem Jüngelchen da fertig machen. Falke, ich glaube, das war ein Bärendienst, weil beim Armdrücken, da gibt es, ja, sag ich mal, eine negative Kraftübertragung. Das heißt, man hat eine Kraftachse, die pathologisch ist. Und ich glaube, dass es entweder durch die Wucht des Aufpralls oder aber auch durch diese Kraftanstrengung dazu gekommen ist, dass vielleicht der Knochen angebrochen ist, Mikrofissuren entstehen, der Knochen an dieser Stelle schon leicht geschwächt ist. Und durch dieses Bizeps-Training oder Training des Unterarms haben sie auch eine hohe Last. Das sind ja mindestens 12, 13, 14 Kilo. Auch auf einer falschen Kraftachse. Ja. Und durch eine Vorreizung entsteht natürlich da eine Sollbruchstelle. Jetzt ergibt das auch ein bisschen Sinn, weil von plötzlich alleine haben sie nicht so einen komplizierten Bruch auf einmal. Nach den Andeutungen im Einleitungsraum hatte sich Herr Falke letztendlich postoperativ dann geöffnet und gestanden, wie sein Verhalten zu erklären ist und wie diese gesundheitlichen Umstände mit seinem Unterschenkel bzw. auch seinem Unterarmbruch zusammenhängen. Was soll das Ganze? Ich will kein alter Sack sein. Ich merke doch auch langsam bei mir, dass meine Kondition nachlässt, dass ich immer schwächer werde. Und das ist doch nicht vernünftig. Herr Falke, kann das sein, dass das zusammenhängt mit dem, was Sie im OP schon angedeutet haben? Was habt ihr denn angedeutet? Wo liegt das Problem? Frau Falke, Sie müssen sich überlegen. Das ist nicht ganz so einfach. Ne? Wenn wir Jungs in ein gewisses Alter kommen, da gibt es Phasen, ja, da muss man sich nochmal extra beweisen. Das kann manchmal hormonell bedingt sein sogar. Haben Sie schon mal was gehört von dem Begriff Midlife Crisis? Ja. Der ist ja ab und zu in den Medien und. Ja, aber das ist so eine Frauensache. Wieso denn das? Auch wir Jungs können darunter leiden. Also, deswegen auch dein Motorrad. Entschuldige, ja, aber. Das kann ja sein, ja. Hey, ich liebe dich so, wie du bist. Ich bin auch keine 20 mehr. Das ist doch okay. Ich bin noch nicht so alt, verstehst du? Herr Falke ist wohl mitten in einer sogenannten Midlife-Crisis. Also er verspürt nun, dass er in ein gewisses Alter kommt, wo er durch physische Einflüsse nicht mehr ganz mithalten kann mit jüngeren Kollegen. Gerade sein jüngerer Kollege Lukas ist ein großer Rivale. Und diese Rivalität hat Herrn Falke letztendlich zu uns auf die Orthopädie- und Unfallchirurgie geführt. Das ist ja der Übeltäter, wie wir erfahren durften. Ich habe echt ein mega schlechtes Gewissen gerade irgendwie. Ich gebe dir mal die Linke, aber drück jetzt nicht so fest. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid, dass ich dich so angefahren habe. Okay. Also ich habe auch gerade ein schlechtes Gewissen, dass ich dir irgendwie den Arm kaputt gemacht habe. Was liegt dafür? Ich meine, jeder hat immer einen schlechten Tag irgendwie, ne? Renés gebrochener Unterarm und sein verletztes Bein sind zum Glück vollständig verheilt. Hormonelle Gründe für seine Midlife-Crisis konnten in der Klinik ausgeschlossen werden. Mithilfe von Ehefrau Anita hat der 49-Jährige es geschafft, das Älterwerden zu akzeptieren und sich in seinem Körper trotzdem wohlzufühlen.